Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Das heutige Video wird wieder ein FMA-Video. Und zwar gehen wir an CS Morden, morgen und übermorgen. Heute ist erst Freitag. Aber da es morgen schon relativ früh morgen losgeht, werde ich heute alles bereit machen. Und was starte ich? Ich starte am Samstag 2x5 BR90 und am Sonntag dann noch ein Derby über 85 cm. Und jetzt bin ich gerade von der Schule gekommen und jetzt gehe ich kurz die kleine Runde ausreiten, was wir halt vor dem Turnier aber machen. Nachher muss ich schnell schauen, ob ich beide noch ein bisschen abwaschen muss, aber da ich eigentlich nicht so über. Also ich gehe nicht in die Wald halt und dann sollte es nicht so schlimm sein, mal schauen, weil es ist halt sehr, sehr schlechtes Wetter draußen. Und dann putze ich alle Ledersachen, putzen, alles schon von mal einräumen, dass ich morgen Morgen wirklich nur noch muss, Heu und Futter geben und dann beide los putzen, weil mein Vater wird auch mitkommen und mit dem Gomar starten. Und deswegen ist es ein bisschen mehr und ich werde auch schon heute Abend machen und ich versuche euch ein bisschen mitzunehmen. Und ich wünsche jetzt euch viel Spass bei diesem Video. Vor dem Reiten habe ich mir auch kurz noch überlegt, ob ich den Lemmy so waschen soll. Aber ich habe wieder schon an meinem Helm gesehen. Es hat ziemlich gestürmt und geregnet. Und deswegen sehen wir hier einen perfekt sauberen Lemmy. Da ich nur auf die Herbe geht und auf so einen Grossband wirklich. Und sich von allen Seiten zugestürmt hat. Sieht so aus, als hätte ich ihn gewaschen. Er hat es nicht so cool gefunden, aber leider kann man ihn sehr, sehr schlecht halten, wenn er Tag mit draussen steht. Und deswegen bin ich jetzt gleich ausreiten, nur ein kleines Herrchen, aber für mich und mein Gefühl wird es müssen sein. Und jetzt habe ich ihn schön warm eingepackt und dann kommt die Box. Und dann geht es weiter mit Baran machen, nachdem ich die Kleider einmal gewaschen habe, da alles nass ist. So, es ist jetzt schon Freitagabend. Etwa 8 Uhr. Vor ein paar Stunden ist bekannt geworden, dass die Prüfung um 1,5 Stunden nach hinten verschoben wird. Wegen der Sturmwarnung und natürlich auch, weil sie dort den Platz wieder müssen befreien von den vielen Ästen, weil sie dort so am Waldrand annehmen. Und für mich kommt das eigentlich recht gelegen, weil sie um 5 Uhr stehen müssen und jetzt ist es halt erst 6 Uhr. Wieso nur eine Stunde später und anderthalb, weil ich beschlossen habe, dass ich die Sachen erst mal am Morgen in den Anhänger räume, weil sie recht viel Regen wollen in der Nacht. Und dann im Anhänger wären sie halt dann vielleicht schon ein bisschen feucht und das möchte ich halt nicht, vor allem weil ich am Sonntag noch mal reite. Dann mache ich morgen alles bereit. Putzen tue ich glaube wirklich nur das, was dreckig ist, halt nicht so wie sonst wirklich alles putzen. Und dann gehen wir mal los, schauen wir mal. Ich gehe jetzt schlafen und für euch geht es dann ein paar Sekunden weiter mit morgen Morgen. So, wir haben jetzt Samstag am Morgen und mal Samstag. Und ja, jetzt glaubt ihr fast alles eingeladen. Es ist halt ein bisschen anders, wenn mein Vater noch mitkommt, seine Sachen muss ich auch einladen. Und dann habe ich heute Morgen schon die Stalllöcher geputzt und seine Mistflecke eingespreit mit Trockenshampoo. Da muss ich Mist liegen. Jetzt muss ich noch schnell hier aus der Wohnung ein paar Sachen nehmen, Kameras einpacken und dann geht es schon los zu, wie auch schon gesagt, 2x5 BR90, zuerst mit Zeitmessung und dann zwei Phasen. Es hat die Nacht ziemlich fest gestürmt, aber jetzt heute Morgen ist eigentlich gut, es luftet auf jeden Fall nicht mehr so und es regnet im Moment auch nicht. Sie melden noch ein bisschen Regen für die erste Prüfung, aber die zweite sollte eigentlich gut sein und den Boden schauen wir einfach mal. Jetzt seht ihr wahrscheinlich die Prüfungen und ich melde mich sicher wieder spätestens heute Abend oder dann morgen. Viel Spaß!
Ihr habt die Videos von den Umgängen gesehen. Und ja, es ist ein bisschen schade. Ich hatte ja beide Mal einen Fehler gehabt und beide Mal hätte ich die Prüfung gewonnen ohne Fehler. Und ja, klar, im ersten Moment bin ich wirklich, ja, gerade im zweiten so ein bisschen, ja, deprimiert nicht, aber halt so ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es ist wirklich zweimal während der Runde eigentlich so gut gewesen. Und eine kleine Flüchtigkeitsfehler von mir. Und es hat halt dann einen Fehler gegeben. Ich bin beide Mal nicht viel aus der Platzierung raus. Es wurde mal 10 klassiert worden, dann bin ich 13 und dann 14. Also es war wirklich gut gewesen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Klar, es nervt mich so ein bisschen. Zumindest einmal hätte ich schon noch haben können. Aber morgen ist noch eine Chance im Derby. Ich hoffe, dass ich dann zumindest dort ein bisschen dabei bin. Wobei, dort letztes Mal ins Derby geritten. Ich kann sonst das Video hier verlinken. Ich bin mir nicht sicher, ob es das auf YouTube gibt. Ich schaue mal. Sonst hat es halt keinen Link. Auf jeden Fall bin ich dort ausgeschieden. Am Graben, das war noch gewesen, halt, bevor ich Geländetrainings und so geritten bin. Das war 2018, wahrscheinlich gibt es kein Video. Und ja, morgen ist wirklich und durchgekommen. Das wäre schon da gewesen, aber wenn man natürlich so schnell ist und eigentlich alles gut ist aus dem Einsprung, ist man schon ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube, morgen wird genug schwer, auch ohne noch mal zu haben. Es ist zwar nur 85 cm und 90 wie heute, aber ja, der grosse Unterschied nicht. Und eigentlich die restlichen Sprünge hat der Lehmann wirklich gut gemacht. Er ist schön gelaufen, hat nicht mehr verzögert oder so, was er letztes Jahr noch gemacht hat. Und alles in allem bin ich eigentlich wirklich zufrieden jetzt so im Nachhinein. Im ersten Moment ist es natürlich immer ein bisschen enttäuscht, wenn man sieht, ah, es wäre eigentlich gut gewesen, aber man hat einen Fehler. Und so, nächste Woche ist dann schon wieder die nächste Chance im BR90 und auch in der FM-Prüfung. Wir gehen nach Laupen. Und eben, morgen im DRB ist schon nochmal eine Chance, wobei wir dort jetzt nicht die grösste Chance rechnen, wo die Konkurrenz recht stark ist, aber wir schauen mal. Als wir sie heimkommen, habe ich dann die Sachen ausgeräumt von meinem Vater vor allem. Meine Sachen kurz ein bisschen überputzt, weil es doch ein bisschen dreckig ist auf dem Arbeitsplatz. Und die Sachen gewechselt, ich lege ja für das DRB den Level 3 Panzer an und vorne Geländegamaschen. Und dann nochmal kontrolliert, ob alles wieder drin ist. Und morgen putze ich noch. Und dann kann es schon wieder losgehen. Wir werden vielleicht ein bisschen früher gehen, dass wir noch ein bisschen die Konkurs zuschauen können. Ist ja auch mal schön, dass es nicht Corona ist. Also, ja, wo es keine Corona-Bestimmungen mehr gibt zumindest. Und dann mal schauen, wie es kommt im Derby. Und ja, mal schauen, was ich euch noch zeigen kann. Bei uns ist jetzt Sonntagmorgen. Es ist jetzt der 8. und ich werde jetzt in den Stall gehen, dann lasse mich wieder putzen. Wir werden auch noch ein bisschen Mietfeldtücher drauf suchen, muss noch schauen. Und dann gehen wir dann etwas früher als nötig los, weil wir eben noch ein bisschen Wege umschauen. Aber wir machen das heute alles ganz entspannt. Mal schauen, wenn wir bereit sind, dann fahren wir dann los. Und dann habe ich sicher schon gesehen, geht es jetzt ins Derby. Aber zeitmässig 2 Stufen, ich reite auf 85 cm und dann hat noch die 2. Stufe 1 Meter. Das sind die fallenden Hindernisse, die höher gestellt werden. Die festen sind natürlich auch nicht gleich. Und ich versuche noch heute wieder ein bisschen mitzunehmen.
Thank you.